Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, da bin ich wieder in der neuen Session von Diablo 3 für die Switch natürlich mit dem guten Trueplay. Hallöchen, Popöchen. Ah ne, das war der Gong, ne? Und ja, wir schnetzeln hier gerade, beziehungsweise wir haben die Toten. Ne, wie hießen die? Scheußliche Mütter oder scheußliche Königin haben wir? Nee, da scheußliche Mütter. Da müssen wir, Mütter. Wir müssen jetzt zur Königin, ja. Ne? Weil wir haben ja immer ihre ganzen Kinder ausgekotzt, ja. Das nennt man dann eine kotzige Geburt oder. Na egal, deine Geburt war zum Kotzen. Ja, im wahrsten Sinne, genau. Ja, genau. Ich habe doch gerade irgendwie einen Schuh bekommen, da. Also wenn ihr wissen wollt, was im letzten Part gewesen ist, schaut es euch einfach an. Wir machen jetzt hier weiter im zweiten Part. Hast du schon Schuhe? Habe ich Schuhe? Ich weiß es nicht, muss mal gucken. Ich habe noch keine Schuhe. Okay, warte. Ablegen. Nein. Anlegen. Auswählen. Schrott. Zurück. Fallen lassen. Da. X. Merci. Gucken wir die mal an. Die werden gar nicht angezeigt. Beziehungsweise habe ich die jetzt schon angezogen, weil ich keine hatte? Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich jetzt. Ja, die hast du angezogen, genau. Okay, dann. Was denn hier los? Eine Hose. Ich habe endlich eine Hose. War die ganze Zeit nackt, Leute. Endlich ist er nicht mehr nackt. Mensch, Leute, das war echt, das war hart letzte Folge, ne? Wenn ich gefragt habe, hast du eine Hose? Ah, hab keine Hose. Hab ich nicht, okay. Leute, ich sag euch, ich hab ganz schön gefroren, ne? Ja, das hang am seidenen Faden. Oh, düsterer Keller. Also, es hang ganz schön, ne? Also, egal. Gut, das Niveau hängt auch gerade so ein bisschen. Also, ich will mal gucken, was ist denn Y? Was mache ich auf Y? Ich glaube, da heile ich, ne? Kann das sein? So. Oh, hier ist ein Häschen. Kiste. Oh, eine Kiste. Er hat eine Kiste. Und einen einfachen Dolch. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Ist hier sonst noch irgendein Ende? Hier ist sonst gar nichts mehr. Ich sehe nichts. Nee, irgendwie nicht, ne? Alles leer. Gut, Keller ist geräumt. Das waren die Ghostbusters. Jetzt kommen als nächstes Scooby-Doo oder so, keine Ahnung. Oh ja, diese damaligen Folgen, alles hart. Schön. Ach, jetzt wünsche ich mir wieder Jungs. Ah, guck mal, wieder eine Kotzgeburt. Oh, neue Schuhe. Mal gucken. Dreier-Schuhe. Oh, warte mal, halt. Ha, du hast ja noch echte Schuhe, ne? Doch, Schuhe habe ich jetzt, aber das sind Einer-Schuhe. Ja, aber, ja, das sind Dreier. Oh. Sind mal ein bisschen besser. Rüstung habe ich hier auch noch. Blau ist wahrscheinlich ist besser als grau, ne? Ja. Davon aus. Gut. Ich schnetze so mal ein bisschen weiter. Jo, schnetze mal. So. Komm jetzt nach. Boah, ich liebe Explosionen, wo Leichen explodieren. Oh, ein Knochenhaufen, aber ist nichts drin. Weißt du, die Karte zeigt mir noch an, dass hier der düstere Keller noch so ein Banner ist. Ist das normal? Ja, das ist nur, dass es ein Eingang ist. Achso, okay. Oh, guck mal, die scheißliche Königin. Eine Handaxt. Oh, ich habe eine Handaxt bekommen. Kann ich die anlegen? Oh, ich kann die sogar anlegen. Und die gibt mir plus HP, Schadenangriffe, Stufe 1. Ist eigentlich doof, aber egal. Plus 2 Erfahrung pro getöteten Gegner. Das ist doch schön. Und hier haben wir einen Checkpoint. Das ist schön. Also, beziehungsweise, da können wir dann zurück in die Stadt reisen, wenn wir wollen. Und ja. Muss ich hier irgendwas drücken? Irgendwie zum Aktivieren? Wir müssen jetzt zurück zum alten, zum Neutristram. Okay. Oh, das ist er. Thank you for your help, but could you talk some sense into Leah? She won't give up on the idea of rescuing her uncle. Interesting. If he lives, his knowledge could prove useful. My understanding grows. Wow, nochmal. Okay. Eine Schärpe habe ich. Skelettenmagier habe ich jetzt bekommen. Das heißt, jetzt habe ich also eine dritte Taste, die ich jetzt irgendwie belegen muss. ZR. Erweckt ein Skelett, das sich aus dem Boden erhebt und euren Gegner angreift. Oh, das ist schön, das nehme ich. So, jetzt kann ich auch Tote beschwören. Haben wir schon leer mit der nächsten Aufgabe. We'll need to open the cathedral first. The guards locked it up before they were ambushed. Rumford told me they fought their way back to Adria's hut. The key must still be there. So, jetzt haben wir also die neue Aufgabe.
Begebt und euch zu den alten Ruinen. Genau, die alte Ruine. Ja. Und nein, damit nicht eure Schwiegermutter oder sowas. Ich rede jetzt wirklich hier ganz normal von, ja. Hast sogar mit Anhängsel. Ja. Wie viel kann ich denn von dem beschwören? Hey, du gehst ja voll ab hier. Voll der miese Angriff. Der gefällt Massaker, mir echt gut. 17 getötet. Halt, da ist noch Gold. Ah, da oben ist noch was, warte ja, mal. Ja, genau, habe ich gerade gesehen. Auch noch mal hoch. Wow. Eine Stoffhose. Hm. Die verschlechtert mich aber. Schön, dass hier angezeigt wird, was hier verbessert wird. Lebenspunkte und so weiter, das finde ich gut. Ein Besuch. Ein Besuch wert, okay. Okay, ich gehe mal hier rein. Oh, guck mal. Ein verborgener Keller. Okay, gehen wir mal in den Keller. Da ist er. Ja, komm. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Oh. Schön, er hat mich erwischt. Oh, aber Schuldi, der hat jetzt gar nicht so viel Schaden, ne? Nee, nee, wir sind ja auch noch am Anfang, ne? Dann sprech mal mit ihr. Sprech mit Lea im versteckten Keller. Mach das mal. Willst du nicht mit ihr sprechen? Ne, ich habe gerade mein Inventar geguckt. Ich quatsch jetzt. Hier ist der Key und meine Mutter's Journal. Was ich gesehen habe, ist disturbing. Ich will mehr über sie wissen, aber das kann warten. Wir müssen Onkel Deckard zuerst retten. Ich werde deinen Onkel finden. Stay here and find out what you can. Stimme ist so geil. I will find your uncle. I suspected what was lurking within his troubled heart. I consoled him as best I could. So, und jetzt könntest du halt noch mit ihr reden und Nebenaufgaben halt, ne? Also. Aber wir machen straight die Hauptquest, wa? Ja. Ach halt, da konnten wir weiter. Ach komm. Ja, mal neue Stufe. Stufe 6 erreicht. Irgendwas Neues? Eine Rune für Knochenstachel. Oh, jetzt kommen Runen dazu. Runen. Hier musst du mir mal kurz erklären. Das heißt, du gehst rein in diesen in deine Fähigkeit. Ja. Und dann hast du unten eine Rune. Damit kannst du dann Gegner betäuben, bei mir zum Beispiel, ne? Und kannst halt eine von denen verwenden auf jeder Fähigkeit dann später. Jede Fähigkeit hat eigene Runen. Das heißt, du kannst die Waffe selber auch noch anpassen. Mhm. Hier habe ich zum Beispiel auch noch eine andere Fähigkeit, das finde ich ganz praktisch. Hier sind gar keine Runen freigeschalten gerade. Das müsste auf der A-Attacke sein. Okay. Ah, die allererste Attacke ist das. Oh, jetzt bin ich Nahkämpfer. Nö, eigentlich nicht. Oder doch, ach da. Ach, so. Ja, eine Etage da drunter. Du drückst einmal A. Okay, ich check's, alles klar. Okay. Okay. Ich hab jetzt Donnerfäuste. Yeah. Oh. Achso, halt, hier ist eine Sackgasse. Ich muss ab und zu mal doch auf die Karte gucken. Aber wir laufen beide hin, ey. Instinktiv. Ja klar, man will ja auch alles erkunden, also so ist es ja nicht. Klar. Mehr. Geht zur Kathedrale. Ach nee, kein Bock, nee. Steht der noch auf? Nee. Oder kommen wir jetzt hin? So, Skelettmagier. Wen hast du da eigentlich hinter dir? Und so ein Geist oder was? Ein Skelettmagier, den ich beschwören kann. Das ist voll die coole Klasse, ey. Ich hoffe, meine wird auch noch cool. Ich kenne die alle nicht so wirklich. Aber ich. So im Vorstellungsvideo fand ich den ganz cool. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt noch nicht rein. Wir gucken jetzt erstmal hier außen, was noch alles ist. Hier ist nix. Okay, das war einfach. So. Aber ich würde sagen, du klopfst dann gleich, ne? Weil ich habe gehört, die sind sehr unhöflich manchmal. Du willst ja nur meine Stimme hören, meine sexy. Verrauchte Wodka-Stimme. Genau, richtig. Klopf mal an. Okay. Passiert bestimmt gleich irgendwas. Nee. Hallo, Kammerjäger. Ich hätte jetzt irgendwie mit irgendwas gerechnet, ey. Dann passt das nee. Ja. Aber jetzt geht's in die nächste. Hallo? Schön, warum komme ich nicht runter? Also ich bin jetzt unten. Hallo?
Ah, jetzt darf ich. Ich habe mich gerade gewundert, warum war ich jetzt nicht unten? Da ist er. Schönes Bild. Ha. So. Vollbildkarte. Was? Okay. Vollbildkarte? War gerade so ein Tutorial, also so ein Tipp irgendwie angezeigt. Wenn ich Steuerkreuz nach unten drücke, dann kann ich mir eine Vollbildkarte anzeigen lassen. Okay. Ja, und da kannst du sogar zoomen. Hereinzoomen, herauszoomen. Und so weiter. Oh, gut. Ah, da liegt noch einer. Kannst du nicht deine Aufgaben mal richtig machen? Meine Güte, doch. Mann. So, wo gehen wir jetzt mal lang? Oh, was bist du denn, ey? Jo, da bin ich wieder. Meine Capture-Card hat sich gerade aufgehangen. Ah, kein Problem. Ihr habt ja von dem alledem nichts gemerkt. Das Problem ist, ich habe das selber das gleiche Problem. Das baut mich schon mal auf, dass ich das nicht alleine habe. Ja, jetzt war die Falle ein bisschen spät, ne? Ja, ne, ich dachte nur, was ist das? Und drück ich mal. Schatzgoblin! Plünder ihn! Der darf nicht entkommen, der darf nicht entkommen. Der ist tot. Oh. So, jetzt heißt es erstmal ausrüsten. Jetzt muss ich mal gucken. Holzaxt. Also eigentlich, normalerweise geht man ja nach den SPS-Punkten, ne? Oder nach was soll ich da gehen? Musst du gucken, was du halt für Werte brauchst, aber es steht ja wirklich dabei, warte mal, Wertebereiche. Boah, vergleichen. Mit Y kannst du vergleichen. Oh, okay. Oh, ich kann ein Schild tragen, aber dafür kann ich dann... Okay. Eine Handaxt. Kann ich die tragen? Eine Holzaxt? Eine Handaxt? Das geht. Okay, gut. Was bringt mir jetzt eigentlich das Siegel von Blizzard? 3-6 Schaden. Nur eins sind anlegbar. Okay, gut. Ich habe eine gelbe Rüstung bekommen. Die ist bestimmt mega krass, oder? Gelb oder orange? Mehr so orange, glaube ich. Ja, das ist dann schon besser. Das ist dann schon ein legendäres Item. Naja, ist so gelb halt. Gelb, orange, ich weiß nicht. Es sieht ist, aus wie gelb. Es ist legendär. Also es gibt episch und dann gibt es halt legendär. Wenn es so ist wie der Ring, dann ist es halt legendär. Punkt. Holzachs, nee. Kannst du hier im Holzfäller geben, aber nicht mir. Ah, hier sind noch Gegner. Ja, hier sind definitiv noch massig Gegner. Wir sind jetzt, glaube ich, in Stufe 1 von 3, 4. Ah, das Spiel macht mir jetzt schon mega Bock, ey. Das ist einfach so ein richtiges, schönes Schnetzelspiel. Ja, einfach so stupide, ne? Einfach so, komm, lass uns mal. Oh, guck mal, hier ist so. Lass mal eine Runde Diablo. Doppelter Schaden, doppelter Schaden. Komm, Gegner. Oh. Meine Armee. Wie ist es ja eigentlich, wenn man Fallen auslegt, sag ich mal, beziehungsweise aktiviert, kriegt man dafür dann trotzdem Erfahrung oder verfallen dann die Erfahrungspunkte? Kann ich jetzt sagen, oh, wir hätten oben noch weiter gekonnt und, oh verdammt, guck mal, wo wir hätten noch über, ich guck mal auf der Karte, ich gehe jetzt erstmal ganz kurz nach oben, ich möchte... Wir können noch zurück, ist ja kein Ding. Ja, hier ist so viel, was wir noch entdecken können. Guck mal hier runter, einmal unten lang, mal gucken, was hier ist. Groteske, okay. Oh, krass. Ach so, krass ist der jetzt nicht. Nö, eigentlich nicht. Ein trüber Kristall, okay. Ne, hier ist nichts weiter, okay, gut. Ah, man muss ja überall gucken, ne? Also, man findet ja überall was. Ich meine nur, du kommst, glaube ich, jetzt nochmal aus, welchem Ort war das? Berlin. Genau, Berlin. Und in Berlin findet man bestimmt auch mal an jeder Ecke irgendwas Besonderes. Ach. Ja, wenn du dich in der Mitte rumtreibst, dann auf jeden Fall. Die Randgebiete sind doch noch ganz angenehm. Ja, klar. Hier war es jetzt auch gerade ganz angenehm. Keine Gegner, kein gar nichts. Nicht, ja. Also muss ich da nicht rein. Das Blöde ist halt, ich sehe nicht, ob da Loot oder so für dich war, ne? Das fällt mir jetzt gerade so ein, wenn man das bei den anderen Diablo-Teilnehmern gesehen hat. Ich weiß, siehst du hier die Holzfäller-Axt? Da habe ich schon eingesammelt. Da lag so eine Keule, lag da.
Achso, ja, bei mir lag jetzt eine Holzaxt. So, warte mal, jetzt mal ganz kurz gucken. Wir können jetzt entweder oben lang oder wir gehen weiter unten lang. Das ist jetzt echt doof. Wir erkunden mal hier den Raum noch kurz. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, das wollte da lang gehen. Weil wir da schon vielleicht in der Nähe sind. Finden wir ja hier noch was. Was wir jetzt noch nicht gesehen haben. Oh, Armschienen. 7 Gegenstände am Stück zerstört. Okay, nee, da, warte. Da ist auch noch was nach oben, ich dreh durch. Das gibt's nicht. Wohin jetzt? Warum sind wir denn jetzt so schnell? Hast du irgendwas eingesammelt? Ja, ich glaube, wir haben irgendeinen Bonus erhalten. Ja. Also man merkt, Leute, ich bin ja Anti-Profi in diesem Spiel. Also ich bin wirklich ein Noob. Ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt... Also klar, ich weiß, was ich hier mache, so nach dem Motto. Ne? Also ich weiß schon ein bisschen, ja, ich schlage und so, okay. Aber ich muss mich da wirklich erstmal reinfinden in diesem Spiel. Also von daher, habt ein bisschen Nachsicht, ja. Aber ich bin ein Typ, ich lerne schnell, das ist kein Problem. Also bei mir ist Achso, nee, dann müssen wir runter, dann erkunden wir doch erstmal den anderen Weg. Gut. Verdammt, jetzt haben wir den richtigen Weg gefunden. Mist. Oh mein Gott. Nee, aber ja, wie gesagt, bei mir ist halt kein Hopfen und Malz verloren. Ihr werdet bestimmt einen Spaß haben. Keine Sorge, ich bin hinter dir. Ich habe nur ganz kurz geguckt auf die Armschienen, ob ich die schon angelegt habe oder nicht. Hm. Dann können wir jetzt hier eigentlich runter, was du eben gerade wolltest. Ja, okay. Sollten wir uns eigentlich dann mit dem anderen Weg da treffen, wo wir unten lang sollten? Oh, ich bleib da immer noch voll drin. Ja gut, von meiner Explosion nimmt es ja keinen Schaden. Hoffe ich mal. Oh. Wurfspieß. Gut, ich werfe zwar nicht, aber egal. Ach, da sind Fledermäuse dabei. Auch nett, wenn die Gegner direkt vor mir stehen. Ich nehme erstmal die Gegner ganz weit hinten angreife. Hm. Ah, siehst du? War die richtige Entscheidung. Ich habe auf jeden Fall gerade schon so vorhin ein paar coole Items eingesammelt. Ich werde mal gleich gucken im Inventar. Ein bisschen spät. Ich mag die Ketten. So, was haben wir unten? Ah, hier sind auch noch Gegner. Ich hab da noch Geld in der Ecke. Ne, hier sind Kerzen. Toll. Ja. Achso. Ja gut, dann geh ich halt außen rum, meine Güte. Oh. So, jetzt muss man aber mal sagen, ich jetzt gerade so als PC-Spieler und Consolero finde Diablo 3 jetzt aber, was hier angeht, ein bisschen angenehmer mit der Steuerung. Weil klar, du nicht immer klicken musst. Ja. Wollte ich gerade sagen, ich kenne es ja auch von anderen MMOs, da muss man halt immer klicken und dann musst du immer die Kamera drehen mit der anderen Maustaste und so. Klar, es ist machbar und es ist bestimmt für den einen oder anderen unter euch kein Problem, aber mit Joystick zu spielen ist es wirklich entspannt. Ja, normalerweise mag ich ja Maus, aber hier ist es wirklich sehr angenehm, weil du dann auch mit der Maus manchmal so nach vorne gegangen bist und dann bist du einfach mal zack in die nächste Gegnergruppe rein, verdammt. So, ich habe noch eine neue Waffe bekommen, die ist aber uninteressant. Sonst nichts, was irgendwie dabei war. Okay, gut. Ach nee, ich habe eine neue Rune bekommen. Ich habe eine neue Fertigkeit oder auch Rune. Gewitterfront. Rune. Alter, okay. Aber nee, ich bleib dann doch bei den Skelettmagiern. Ja, ich mach mal das. Sieht ganz nice aus. So, jetzt brauche ich einen Gegner. Jetzt ist hier kein Gegner mehr. kommt in der nächsten Etage und ich glaube dann auch in der nächsten Folge, wenn ich mich recht jetzt auf die Uhr gucke. Ja, ich denke schon. Was wollten wir von der Länge jetzt machen? 15? Ah, wir wollten immer so 15 bis 20 Minuten. Jetzt durch den Schnitt ist ziemlich schwer zu sehen, aber ich denke mal, wir sollten auf jeden Fall schon bei 15 Minuten sein. Ah, hier sind noch Gegner. Yay. Das ist ja eine Kackantwort. Ja, er rennt einfach mal durch. Ja, wirklich, ey. Ich dachte, das ist so ein krasser Kick, aber naja, keine Ahnung. Gut, dann, ja, liebe Leute. Machen wir Folgenpäuschen, Leute. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir hatten ihn auf jeden Fall und ja, schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge rein, wieder bei dem 2Play und bis dahin,
Adios, tschüss, tschüss und viel Spaß. Und ich bin euer Troh, haut rein. Tschüss, tschüss.